Hallo und herzlich willkommen hier bei Didis Gaming Ground. Mein Name ist Christopher und heute wollen wir über die Diablo 4 Early Access Beta sprechen. Ich hatte die Möglichkeit, wie viele andere auch, schon einen kleinen Einblick in Diablo 4 zu bekommen im Rahmen des Beta-Wochenendes und möchte hier in dem Video einen kleinen Überblick geben über die Beta im Allgemeinen, wie das so lief, was mir gut gefällt, was mir ja nicht so gut gefallen hat. Und ja, einen kleinen Ersteindruck sozusagen geben anhand der Beta-Session. Wie immer gab es Blizzard typisch erstmal am ersten Tag richtig lange Warteschlangen. Warum Blizzard das nie so richtig in den Griff bekommt? Mal schauen, ich hoffe zum Release ist es dann ein bisschen anders. Also teilweise waren es dann wirklich so 80, 90 Minuten, die man mal in eine Warteschlange musste. Ist jetzt nicht ganz so toll, aber sei es drum. Ich habe dann erstmal standardmäßig, zumindest für dieses Wochenende, nächstes Wochenende kann man ja auch nochmal spielen, aber für dieses Wochenende mich erstmal für Magier entschieden, da ich wusste, ich habe jetzt nicht ganz so viel Zeit, habe ich auch nur einen Charakter genommen, hat dann einen Zauberer gespielt und ja, was soll ich sagen, also erstmal zur Story, die Story rund um Lilith ist einfach grandios, finde ich, ja, also gleich in den ersten paar Missionen, die jetzt Anspiel waren im Beta-Wochenende, die waren für mich persönlich sehr packend, ja, und interessant gestaltet und man möchte einfach wissen, wie es weitergeht, wohin sich dieser ganze Kampf gegen Lilith noch hin entwickelt. Und ich fand die Charaktere innerhalb der Story auch einfach, ja, recht interessant. Waren gute Charaktere, ich will mehr davon, von daher in diesem Aspekt erstmal alles top. Dazu gefällt mir auch, naja, die neue und eher düstere und dreckige Atmosphäre und Optik vom Spiel von Diablo 4. Also es ist nicht ganz so bunt und poliert, hatte ich den Eindruck, wie in Diablo 3. Sondern er hat jetzt mehr so ein bisschen Ecken und Kanten, ist ein bisschen dreckiger, rotziger und das mag ich sehr. Also ja, der Stil auf jeden Fall. Ich meine, den kannte man jetzt auch schon ein bisschen aus den Trailern. Aber das jetzt, hauptnah nochmal zu erleben, stundenlang, wirklich sehr, sehr gut. Es gibt verschiedene Arten von Missionen und Aufgaben. Das wird jetzt niemanden verwundern. Gab es dann auch in der Beta, die übrigens bis Level 25 ging. Also man konnte mit dem Charakter bis Level 25 spielen. Natürlich gab es die Hauptmission. Es gibt so eine Art Nebenmissionen, die gestalten sich oft nach dem Motto oder unter dem Schema Renn von A zu B, untersuch erstmal ein Gebiet und bring mir da einen Gegenstand mit oder kämpf dort erstmal gegen eine Horde von Gegnern, die plötzlich aus dem Nichts auftaucht, bring von denen mir irgendwas wieder mit oder komm halt wieder ins Dorf und erzähl mir, was da so abging. Manchmal gibt es auch kleine, ja, wie kleine Dungeons sozusagen oder kleine Abenteuer, die man da noch erlebt. Ja, ist ganz nett, aber ist auch nichts Besonderes, sind halt Nebenmissionen. Ja, also da waren jetzt auch von den Geschichten der Charakteren nicht unbedingt irgendwas dabei, was mir unbedingt im Kopf geblieben ist, sei es drum. Dann gibt es natürlich noch die Dungeons, die auf der Weltkarte sozusagen auch frei ersichtlich sind, sofern man eben schon die Gebiete sich freigelaufen hat und darauf eine Sicht hat. Da sieht man auch schon die Dungeons auf der Weltkarte und kann die auch zurücksetzen, wenn man sie schon gespielt hat. Und es gibt noch, naja, spezielle Events und Ereignisse, die das Spiel mehr in Richtung MMO bringen sollen. Zu den Dungeons an sich komme ich auch gleich nochmal, aber erstmal zu den klassischen Events. Es gibt so Events in der offenen Spielwelt von Diablo 4, zum Beispiel einen Obelisken aktivieren und dann müssen wir den mit unserem Blut sozusagen füttern und gegen Wellen von Gegnern kämpfen, bis dann ein kleiner Boss kommt. Und wir den eben auch noch platt machen. Gestaltet sich jetzt nicht unbedingt schwierig. Ich habe auf der Weltstufe Veteran gespielt. Das ist die höchste, die man jetzt in der Beta auswählen konnte, leider. Und ja, da können halt auch immer mal so andere Spieler zufällig dazustoßen. Passiert jetzt nicht immer, aber wenn es mal passiert, ist es ein wunderbares Gruppengefühl. Eigentlich eine tolle Sache und
ja, passt halt zu dieser offenen, zusammenhängenden Welt, passt da super rein, diese kleinen klassischen Events, die da ab und zu einfach mal durch so einen orangenen Kreis gekennzeichnet sind. Und dann gibt es noch die neuen World- oder Weltboss-Events. Die sind tatsächlich an bestimmte Zeiten geknüpft. Und da muss ich sagen, gut, in der Beta war das jetzt in Ordnung, weil du weißt, ey, es ist die Beta, an dem Tag oder am Samstag und am Sonntag kommt zu der und der Zeit der Boss, stelle ich mich mal drauf ein, habe ich Bock drauf, los geht's. Das ist in Ordnung. Kritisch wird das aber, glaube ich, dann beim vollen Spiel, wenn man das eher so casual spielen möchte, weil man von den Weltboss-Events doch, also ich bin da sehr unterpowered reingegangen, muss ich dazu sagen, also mein Beitrag war tatsächlich nicht ganz so hoch, glaube ich, aber man bekommt da Legendary Loot, wenn man den Weltboss platt macht. Ich hatte, glaube ich, 6 oder 7 Legendaries, die ich da rausbekommen habe. Ja, ist halt für Casual schwer, ne? Einfach mal zu sagen, ey, 17 Uhr oder so taucht der Weltboss auf. Ah, schade, bin ich noch auf Arbeit. Naja, komme ich halt nicht weiter oder bekomme ich halt nicht die Chance auf 7, 8 Legendaries, ne? Ist schon ärgerlich. Oder man sagt halt von vornherein drauf, ja, scheiß halt drauf. Ich spiele es halt eh jetzt nur casual und dann sind mir die Legendaries nicht so wichtig und ist mir viel zu großer Zwang. Ach, egal. Sollte man allerdings weiterkommen wollen in dem Spiel und es ein bisschen ernsthaft angehen, sodass man sagt, Mensch, ich will da schon ein bisschen Engagement reinstecken, dann ist das natürlich eine Geschichte, die nicht allen gefallen wird, glaube ich, mit diesen Weltboss-Events. Ich, für mich, jetzt in der Beta, fand, das war eine coole Geschichte, hat Spaß gemacht. Und ist halt mal was Cooles, wenn so viele Spieler auf einem Fleck sind. Ne? Wir kennen es aus anderen Spielen, aber ja, wird wahrscheinlich noch mal ein Thema, wenn das volle Spiel dann rauskommt, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Denn diese zeitliche Gebundenheit, das war ja eigentlich nie so wirklich bei Diablo. Jetzt führt man das so ein bisschen Hardcore-mäßig ein. Mal schauen, wie die Community darauf reagiert. Sagt es mir doch gerne unten in die Kommentare alle Meinungen zu den Themen, die ich anspreche. Könnt ihr natürlich gerne loswerden und auch fragen. Alles kein Problem. Ja, dann gibt es noch, was ich relativ spät gemerkt habe, so eine Art Herausforderung in jedem Gebiet. Jedes Gebiet bekommt bestimmte Aufgaben, deck so und so viele Dungeons auf, erledige so und so viele Gegner von dieser Art und. So ein bisschen, naja, Beschäftigungstherapie, sage ich mal. Und das für jedes einzelne Gebiet sozusagen. Und ja, dafür bekommt man Arsch voll Kohle und einen Arsch voll Erfahrungspunkte. Das heißt, auch hier wieder, wenn ich das volle Spiel dann wirklich ernsthaft angehen möchte, dann muss ich diese Beschäftigungstherapie halt leider über mich ergehen lassen. Und ob das nicht ein bisschen repetitiv wird, gerade falls das mit einer Season-Zurücksetzung, also wenn die Season zurückgesetzt wird und man muss das dann immer wieder von vorne machen, also wieder in die Gebiete rein und wieder den gleichen Kram machen und das über mehrere Seasons oder, boah, ja, mal schauen, könnte interessant werden, erhöht halt massiv den Grind-Faktor, man hat immer was zu tun, wie gesagt, für die Beta vollkommen in Ordnung, habe ich immer was vor Auge, was ich tun kann, aber ob es dann für das Gesamtspiel nicht zu repetitiv wird, das ist die Frage. Ich denke nämlich eher schon und sehe hier auch eher so einen kritischen Punkt für Diablo 4, der wahrscheinlich nochmal zur Sprache kommen wird. So, ich habe es gesagt, die Dungeons, zu denen will ich jetzt auch nochmal kommen, wo wir jetzt bei den ganzen Herausforderungen und Events und so weiter waren. Die Dungeons sind prinzipiell, was das Balancing angeht und das Abwechslungsreichtum in Bezug auf das Design, also wie der Dungeon aussieht, ne, ist immer anders untergliedert und vom optischen her sieht immer anders aus, andere Art von Gegnern drin und jeder Dungeon hat auch so sein eigenes Thema, seine eigene kleine Geschichte, die man dort auch nachlesen kann, alles fein, Balancing der Gegner passt, alles super. Was allerdings ein bisschen blöd ist, um es jetzt mal ganz nett zu sagen, ist das, kennst du einen Dungeon, kennst du alle. Ist halt wirklich so, du
wenn du eingespielt hast. Also läuft immer nach dem Prinzip, geh erstmal rein, hau ein paar Horden von Gegnern weg, dann hast du irgendeine Aufgabe, von wegen befrei mal schnell 8 Gefangene, dann danach machst du noch eine Aufgabe, bringst irgendwelche Blutsteine in so ein Altar rein und dann kommt der große Boss. Also es folgt immer wieder diesen, geh erstmal rein, mach ein, zwei Aufgaben, dann kommt der große Boss und das Dungeon für Dungeon für Dungeon. Also da gibt's halt auch null Varianz drin, also null, gar nicht. Die sind alle 1:1 nach diesem Prinzip. Einzig und allein die Aufgabenstellung, die weicht halt ab, aber es ist das gleiche Schema und das war halt jetzt auch in der Beta nicht frustrierend, aber merklich, es ist, ja, je nachdem, oder umso länger man es gespielt hat, umso fader wurde das Ganze, umso länger hat sich das dann auch gestreckt und man fand es dann gar nicht mehr so toll, obwohl das, wie gesagt, jeder Dungeon ein anderes Thema hatte, sollte einen ja eigentlich catchen, aber wenn ich weiß, was da auf mich zukommt, ja, wenn ich einfach wieder nach Schema F runterspielen muss, dann ist das nicht so geil. Kann nur hoffen, dass das für den Rest des Spiels, ja, in den anderen Gebieten dann nochmal anders sein wird und uns hier, ja, ganz einfach ein paar andere Aufgaben erwarten, das Ganze ein bisschen anders strukturiert ist, so rum, dass das Ganze eine andere Struktur hat und nicht jeder Dungeon der gleichen Struktur folgt. Das fände ich persönlich sehr, sehr gut. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, es war eine geile Beta, ich hatte jede Menge Spaß. Wie gesagt, für mich hat es gereicht, ein Charakter jetzt erstmal dieses Wochenende auf Level 25 zu spielen, das Maximallevel der Beta. Nächstes Wochenende werde ich da deutlich intensiver nochmal mit den anderen Klassen spielen. Das ist auch was ich anderen noch empfehlen kann nächste Woche für die offene Beta. Versucht euch in jede Klasse reinzuspielen. Ja, jede Stärke sozusagen ein bisschen auszutesten und die Zeit für euch zu nutzen. Ansonsten muss ich sagen, bis auf die Sachen, die ich hier angesprochen habe, war es eine echt gute Beta. Es hatte echt schon einen enormen Suchtfaktor. Man kommt da tatsächlich in eine gewisse Spirale rein, wo man dann gar nicht mehr so auf die Zeit schaut und auch gar nicht mehr so schnell aufhören möchte zu spielen, weil der nächste Dungeon wartet ja schon und die nächste Stufe gilt es zu erreichen und übrigens, jetzt habe ich die neue Stufe, da kann ich gleich die Hauptquest weitermachen und so weiter und so fort. Also das funktioniert schon mal einwandfrei und das ist ein riesiges Potenzial, was Diablo 4 hier in der Beta schon ausbreitet, wo man sagen kann, boah, habe ich richtig Bock auf das finale Produkt am Ende des Tages. Der Skilltree an sich auch ganz okay, nicht der aufwendigste, momentan noch recht linear, muss ich sagen, und übersichtlich. Aber hier muss man aufs finale Spiel warten und das Endgame, denn genau damit steht und fällt Diablo 4 mit dem Endgame. Und das kann man jetzt halt einfach noch nicht bewerten. Die Voraussetzungen für ein gutes Spiel sind auf jeden Fall gegeben und die ersten Bedenken sind auch schon angebracht, aber nach der ersten Beta-Session habe ich momentan eher ein sehr gutes Gefühl, was den Release von Diablo 4 angeht. Wie sieht es da bei euch aus? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, wie gesagt, gerne auch Fragen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, um in Zukunft nichts zu verpassen. Abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal.